Dann lass uns doch nach oben direkt gehen. In der Hoffnung, dass ich hier nicht einbrich. Ups. Da unten drin. Ach, da kommen ein paar. Oh, cool. Ein bisschen Loot. Oh, noch einer. Okay. Ein Bär. Scheiße. Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 7 Days to Die mit eurem Bobers. Ja, leider habe ich vergessen, vorhin die Aufnahme zu starten, deswegen steht sie jetzt schon da. Und zwar die Schmiede oder dieser Schmelzofen. Ich habe jetzt dann auch schon mal probiert, wie das Ganze funktioniert. Ich habe ja einen Amboss, der hier auf jeden Fall mit reinkommt. Ich habe eine Werkzeugkiste, die hier mit reinkommt. Das hier ist irgendwie ein Schmelztiegel oder sowas, der von den Rohstoffen mir sakrisch teuer ist. Dann brauche ich natürlich Holz, um das Ganze zu befeuern. Das reicht mir seit 119 Minuten, würde ich jetzt vermuten, also 2 Stunden. Und ich habe lehmige Erde, die ich hier reinpacken kann, und Eisen, was ich reinpacken kann, um das Ganze zu schmelzen. So, wenn ich das Ganze natürlich einschalte, dann läuft das auch sofort los. Wenn ich jetzt etwas herstellen möchte, wie zum Beispiel Alteisenrahmen, dann sehe ich, wie viel ich von was habe. Also das wird hier kontinuierlich weiter produziert. Das heißt, ich kann mir eine eigene Basis demnächst mal anfangen zu bauen. Dann kann ich nämlich dieses hübsche Wohnhaus hier, was ich viel, viel zu groß finde, dann auch mal verlassen und dann wirklich mal selbst ein Objekt bauen. Ist auf jeden Fall Ziel von mir. Das Schöne ist, ich kann mir auch geschmiedetes Eisen herstellen, das ich ja immer wieder brauche. Das werde ich jetzt eigentlich auch mal machen, dass ich mir 5 Stück fertige. Das dauert dann nur ein paar Sekunden. So, was ich noch machen wollte, und zwar Molotow-Cocktails. Da muss ich jetzt noch mal gucken, was mir noch fehlt. Ich glaube, das muss ich an der Werkbank herstellen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Genau, Molotow-Cocktails muss ich hier herstellen. 6 Stück kann ich machen. Ich mache mal 5. Das reicht eigentlich. Möchte ich mal ausprobieren, wie die sind. Gerade mal, wenn es ein paar mehr Mobs sind, die hier unterwegs sind. Ich lasse das Ganze jetzt aber hier auch nicht durchlaufen, dass es nicht die ganze Zeit hier brutzelt und mir noch den einen oder anderen Zombie hierher lockt. Höre ich denn schon was? Nein, noch höre ich nichts. So, das Öl packe ich hier wieder rein. Ich tue jetzt auch mal die leeren Glaskrüge hier rein. Stofffetzen, das Benzin nehme ich mit, weil das kann ich für das Taschenmotorrad benötigen. Das muss ich ja ein bisschen aufladen. So, und was wir noch machen wollten, habe ich jetzt so eingeschaltet? Ja, ich habe eingeschaltet. Was ich noch machen wollte, und zwar, wir haben ja nochmal Stefans Schatzkarte und wir haben diese Herausforderung aller, na, Monty Pythons. Genau, ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Aber jetzt lese ich erstmal diese Karte. So, Stefans Schatzkarte. Lieber Freund, wenn du diese Notiz hast, dann bin ich wahrscheinlich tot oder noch schlimmer, eines von diesen Monstern. Ich hinterlasse dir diese Karte, die dich zu einem meiner zahlreichen Verstecke führt, wo ich Vorräte vergraben habe. Wenn du es findest, versprich mir, dass du diese Welt damit wieder zu einem besseren Ort machst. Hochachtungsvoll, Stefan. Das tun wir mal akzeptieren und dann gucke ich auch gleich mal. Es ist 1,4 Kilometer weg, also nicht allzu weit. Da war es ja das letzte Mal. Jetzt muss ich mal gucken, wo zeigt es mir denn die Kiste an? Die Kiste zeigt es mir an in die Richtung Nordost, also hier oben, hier so wie es ausschaut.
Wäre dann also die nächste Kiste versteckt. Ich mache jetzt halt hier auch mal einen schnellen Wegpunkt hin. Und wir haben noch diese Herausforderung. So. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Hey Bastard, wir haben dich beobachtet und wir wissen, wer du bist. Du scheinst gut auf dich selbst aufpassen zu können. Mal sehen, ob du dich auch dieser Herausforderung stellen kannst. Erledige das und vielleicht nehmen wir dich in unserem privaten Club auf. Zieh dich lieber warm an. Der durchgeknallte Crazy Jake. Herausforderung: Töte ein paar Holzfäller-Zombies mit einer Feueraxt. Okay. Ich bin Holzfäller, mir geht's gut. Töte ein paar Schneezombies. Okay, ein paar Schneezombies soll ich töten mit einer Holzfäller-Axt, hat's geheißen, ne? Das ist aber keine Holzfäller-Axt, das ist eine Feueraxt. Habe ich eine Holzfäller-Axt? Mal gucken. Feueraxt. Steinaxt. So, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Wenn ich einen Holzfäller sehe, dann werde ich mich auf ihn stürzen. So. Da warte ich jedes Mal, dass so einer mal dahinter steht und auf mich wartet. Ist da schon wieder was drin? Nein, ist noch nichts drin. So, wir haben jetzt 6:52 Uhr. Da bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig, man weiß ja nie. Ups, das war ein toller Sprung. So, wie schaut's aus hier? Auftanken. Wie viel haben wir verbraucht? Wir haben alles verbraucht. 97%, naja, das passt doch. Das passt doch. So, bleib mal. Wir fahren jetzt. Ah, da ist das Zeichen für den Holzfäller wahrscheinlich. Und da oben ist die Kiste. Und ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal mich auf den Weg machen zum Händler. Also hierher. Und mal schauen, ob ich von dem noch eine Quest mit annehmen kann. Da sind wir ja schnell hingefahren im Grunde. Ja, und dann können wir nämlich die Holzfäller machen. Also zumindest mal versuchen, ob es denn damit geht mit dieser eisernen Feueraxt. Ach, wird zu spät. So, ich habe aktuell so viel Bock auf dieses Game, dass ich jetzt im Grunde das jetzt halt gerade vorproduziere. Aber ich glaube, das ist auch verständlich, wenn man sich mal in so einem Spiel verliert. Dann ist es nicht so leicht, dann einfach mal das kurz beiseite zu legen und irgendwas anderes zu machen. Aktuell habe ich ja auch Urlaub, das heißt also, ich produziere definitiv vor, weil wenn ich wieder in Arbeit bin, dann habe ich bei weitem nicht die Zeit, um immer eine Aufnahme zu machen. Insofern produziere ich doch ab und an auch mal unter der Woche ein oder zwei Folgen vor. So, da ist wieder das Objekt des Fails. Ja, altes Kabinett habe ich leider versagt, weil ich zu früh raus bin. Hätte ich es früher gemerkt, ich muss ja oben eigentlich nur drauf schauen. Da steht es ja eigentlich, ob die Quest vollendet ist oder nicht. Dann wäre mir das nicht passiert. Ich bin einfach dann ein Stück zu weit schon weggelaufen gewesen. Okay, so, jetzt schauen wir mal, was der Trader für uns hat. Münzprobleme haben wir auf jeden Fall nicht. Also wir sind jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen. Es ist halt immer ganz interessant, was es da für Belohnungen gibt. So, und einmal zack rum. Dann lass uns mal da reingucken. Zumachen. So. You're a sight for sore eyes. So, jetzt lass uns mal schauen. Fetch
in einem Kilometer, das ist das, was am nächsten ist. Can you help me with my problem? Household Bungalow 07. Ich habe jetzt auch schon angefangen, ich habe mir mal die Karte, die ich schon mal gezeigt habe, ausgedruckt, dass ich mir mal so ein bisschen drauf notiere, wo welcher Abschnitt ist, um das Ganze dann mal einzukasteln, weil ich finde auf dem Goggle leider gar nichts darüber. Und die Karte ist ja seit dem Patch Alpha 17 Thank you. doch I etwas bet you could be größer as big geworden as und anyone in the wasteland. alles klar. Would you? Und könnte ja auch sein, dass ringsherum auch noch ein bisschen was ist. Weil normalerweise ist hier so das Ende der Karte gewesen und dieses Stück hier kam ringsum dazu. Also die Karte hat sich gut verdoppelt von der Größe her. Okay, also wir müssen auch hierhin, so wie es ausschaut, weil da hat man ja schon den Holzfäller. Also hierhin müssen wir, um die Quest zu erledigen. Es wird also kalt, zieht euch warm an. Was habe ich einstecken noch? Okay, das ist gut, dass du jetzt mal nachgeladen hast. Zeig mal nicht da drauf. Geh mal hier drauf. Okay, also vom Inventar, wir haben nicht zu viel einstecken. Von Nahrung her sind wir über und von Wasser her sind wir über. Also da kann uns eigentlich nichts weiter passieren. Schauen wir mal, was wir heute schaffen alles. So, mach du aber wieder zu. Druff auf unser Moped und los geht's. Schau mal, wie lange ich heute brauche, um diese vermaledeite Kiste zu finden. Mittlerweile sehe ich ja schon die Löcher im Boden, wenn sich da irgendwas wölbt, dass da was unten drunter ist. Aber das eine Mal bei dem einen Part, das war ja wirklich übel. Da habe ich mich dumm und dämlich gesucht und habe einfach nicht auf dieses dumme Loch in der Wand geachtet, was ja wirklich sehr, sehr offensichtlich da war. Also das verstehe ich bis jetzt immer noch nicht, warum mir das nicht aufgefallen ist. Sorry. Gut, allzu weit haben wir es nicht. Wir werden auf jeden Fall diesen POI auf jeden Fall erreichen. Und bin gespannt, was wir da alles mitnehmen können. Mir ist letztens passiert mit dem Fahrrad, als ich unterwegs war, da bin ich ja mal querfeldein. War keine so gute Idee. Ich war zum einen überladen, im Fahrrad war auch noch was drin. Und tja, dann hat sich plötzlich das Fahrrad bei einem Berg in den Boden gebuddelt. Keine Ahnung, weshalb das. Jedenfalls musste ich dann so das ein oder andere vernichten oder rausschmeißen aus dem Rucksack, dass ich das Fahrrad wieder rausholen konnte aus diesem Loch. Naja, sollte mir jetzt nicht mehr passieren. Ey, cooler Jump. Und? Das Gute ist, er verbraucht keine Ausdauer. So, lass mal kurz auf die Karte noch gucken. Also wir sind hier gleich in der Ecke. Ich würde auch glatt das Motorrad, das Moped, hier vorne auf dem Weg stehen lassen. Arschlochvogel. So, also, da hinten ist die Kiste. Hier müsste das Ding sein zum Abholen, also im nächsten Haus, würde ich mich jetzt erstmal aufmachen nach dort hinten und schauen, ob ich denn welche von den Holzfällern sehe. Oh, die ist kalter. Oh, cold. Stamina. Fühlt sich an wie 11. Wow, 18 Stunden bin ich jetzt schon am Leben geblieben. Was mir gefällt, ist jetzt, dass der Bildschirm hier so ringsherum ein wenig beschlägt. Das ist interessant.
Ich hoffe, das reicht mit der Axt. Ich habe es noch nicht aufgehört, Steine zu sammeln unterwegs, weil ich doch gesehen habe, wenn ich bestimmte Sachen brauche, brauche ich enorm viel Stein. Und das Sammeln, das geht doch so ein klein wenig nebenbei. Okay. Das hier kann ich anfangen. Okay. Lass mal sehen. Ich weiß nicht, ob es zählt. Renn mal weg. Wie viele Seiten hier? Ja. Renn mal lieber ein Stück weg, dass du hier ein bisschen Oberhand hast. Wie viele sind es, die ich da erledigen muss, ist die Frage. Ich meine, ich habe ja Zeug dabei, um mich zu verbinden. Ups. Komme hierher. Nicht grauschen. So. Was meint die Richtung? Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, ob das zählt, ne? Eine Holzfäller-Axt habe ich halt nicht. Also das Ausrufezeichen ist weg jedenfalls. Okay. Ich werde sehen. Also ich habe sie zumindest jetzt mit der Axt erledigt. Das Ausrufezeichen ist weg. Das würde für mich jetzt bedeuten eigentlich, dass ich es erfüllt habe. Ja, kann mich auch täuschen. Ich weiß auch, dass es noch eine Kettensäge gibt. Die habe ich auch bis jetzt noch nicht gefunden. Na gut, aber ich werde auf jeden Fall noch irgendwann ein Brieflein finden. Vermute ich jetzt einfach mal. So, da haben wir das Ausrufezeichen, das nächste. Und da müssen wir ja was abholen. So. To start Quetsch. Quest. Quetsch. Start the Quetsch. So. Das Dingensen ist oben. Dann lass uns doch nach oben direkt gehen. In der Hoffnung, dass ich hier nicht einbreche. Ups. Ich muss es aber auch gleich wieder auf die Spitze treiben, ne? So, da kommt noch so ein Holzfäller. Zwei.
Oh Mann. Ich baller heute ganz schön viel in der Gegend rum, aber nicht wirklich sehr effektiv. Okay. Also wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Höhe. Noch eine hier? Nein. So, es blinkert noch nicht. Und es muss irgendwie hier auf dieser Höhe sein. Mach das mal zu. Ja, ist schon klar. Sind wir einig hier anscheinend? Aber so wie es ausschaut, sind die unten drunter. Immer gut, wenn man Zeug findet. Es blinkert aber immer noch nicht. Okay. Also es zeigt jetzt in die Richtung. Da kommt ja wahrscheinlich nichts. So wie es ausschaut, ist es. Hier irgendwo. Jetzt hau ich mal schnell die Matratze hier weg. Übersehe ich wieder irgendwas? Ledermantel zerlegen, T-Shirt zerlegen. Aber hier blinkert es jetzt nicht. Hier blinkert es. Das würde ja für mich heißen, es ist irgendwie auf der äußeren Seite. Ganz seltsam. Noch höher geht es hier nicht. Und hier auch nicht. Also hau ich doch mal hier ein bisschen Loch rein. Vielleicht das Schrotgewehr wieder in die Hand. So. Irgendwie muss ich mich wieder genau drauf befinden. Aber es zeigt in die Richtung jetzt. Hier dreht's. Okay, also. Dann lass uns hier mal das Dach kaputt machen. Und hier. Es gibt mir jedes Mal Rätsel auf. Jetzt hüpft's. Da unten drin. Hier mal in die Hocke. Oder hier. Jawohl, das ist er. Okay, wir haben sie doch relativ schnell gefunden. So, schnappe ich mir wieder mein Gewehrschild. Ist die Frage, ich könnte eigentlich da raus, wo ich rein bin. Da war ja dann schon alles clear. Wie, ihr erschreckt mich. Ach, da kommen ein paar.
Oh, cool. Ein bisschen Loot. Schauen wir mal, was ihr habt. Jo, das schaut doch gut aus. Schön. Entschuldigung, Moment, jetzt. Für dich auch nochmal eine Portion. Dann sollten wir es eigentlich haben. So. Dann war noch der Schatz. Also das ist jetzt nicht der Schatz, das ist ganz klar. Zerlesen. Weapon Flashlight Schematic. Die klitzekleine Spinne. Also irgendwie scheinen die mich hier wirklich zu beobachten. Eine seltsame Notiz, die ich beim Plündern gefunden habe. Sie ist vom Clan von Crazy Jake. Lies mir doch gleich mal. Die klitzekleine Spinne. Hey du Trottel, wenn du diese Notiz liest, sollte es dich nicht überraschen, dass wir dich beobachten. Und ich habe genau den richtigen Test für einen Dummkopf wie dich. Erledige ihn und vielleicht nehmen wir dich auf. Verrückter als je zuvor, Jake. Herausforderung: Töte ein paar Spinnenzombies. Akzeptieren ist immer am besten. So, aber wir wollen jetzt erstmal zu Stefans Schatzkiste. Mein Bike ist da vorne. Die Schatzkiste ist da. Was haben wir da? Butcher Pads. Das könnten Werkzeuge sein. Aber das ist jetzt erstmal nicht relevant für mich. So, schwing dich auf dein Supermotorrad. Und wir düsen. Wohin? Ja, genau, in die Richtung. Da ich hier über Berg nicht komme, muss ich schauen, dass ich die Straße hier lang fahre. Also, einen Wendolin machen. So, wie schaut es denn aus mit der Aufnahme? Eigentlich ist ja nicht mehr sehr viel Zeit für den Part, weil ich ja immer so eine halbe Stunde mache. Ja, natürlich hast du die Abzweigung verpasst. Und dann fahr da hinten rum. Machst du schön dein Motorrad ein bisschen kaputt. So, also wir fahren jetzt die Strecke. Kälte scheint mir aktuell nichts auszumachen. Oder zumindest bin ich gut genug geschützt. Also man sieht schon, das mit den die Kisten finden ist nicht immer so einfach. Es war jetzt doch anscheinend ein Stockwerk drunter. Aber der Pfeil hat auf jeden Fall nach oben gezeigt. Aber zum Glück haben wir es ja schnell gefunden und ich habe nicht wieder Ewigkeiten gebraucht. So, auch ein nettes Winterdomizil hier. Aber jetzt fahren wir erst einmal wieder in die gemäßigte Zone. Sprit habe ich noch. Naja, gut, sollte der Sprit ausgehen, dann zerlege ich einfach mal auf die Schnelle ein Auto. Das ist ja eigentlich immer ganz okay. Was war das? Da war doch gerade noch ein kompletter Turm gestanden. Ist das ein Bug vielleicht? Da war gerade noch ein kompletter Turm gestanden. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Na gut. Ich fahre noch mal ein Stück weiter und drehe mich dann noch mal um. Ne? Sah wahrscheinlich nur so aus. So, weiter mal nicht mehr bis zu der Hauptkreuzung. Auch ein nettes Domizil. Magst du mitkommen? Ich hätte gedacht. So, da sind wir schon.
Und jetzt geht es einmal nach links. Oh, da ist eine Abwurfkiste, sehe ich gerade noch. Genau, wir müssen jetzt nach links fahren, an unserem ersten Domizil vorbei. Na gut, mal schauen, ob wir da noch ankommen heute. Ansonsten könnten wir auch noch mal... Okay, das zerstört einfach. Ansonsten könnten wir auch einfach mal ganz kurz im alten Loch vorbeischauen, ob ich da noch irgendwelche Sachen habe, die ich mitnehmen könnte. Oder man könnte auch noch mal reinschauen hier bei der Tankstelle hier. Weil ich glaube, ich habe eingestellt nach 5 Tagen, dass Loot wieder da ist. Ach, andererseits, hier haben so viel Zeug. Muss jetzt nicht sein. Der Sprit verbraucht sich ja nicht schlecht. Ich könnte eigentlich hier mal stehen bleiben und ein kleines bisschen tanken. Mal gucken, wie viel ich da rausbekomme. Ob ich da was rausbekomme. Jo, 11. 22. Mai. 28 Sprit. Na, das ist doch nicht schlecht, ha? Füllen wir gleich mal. Und schon haben wir wieder 83. Jawohl. Weiter geht's. Also mit Sprit ist das weniger ein Problem. Einfach mal kurz ein Auto zerdeppern, was da am Weg steht. Und schon ist man wieder voll. So, da muss ich auf jeden Fall ein klein bisschen Überland gucken. Und ich bin mal gespannt, ob ich buddeln muss oder ob es recht gut ersichtlich ist. So, schau mal auf welche Höhe. Wir müssen dann da vorne ein bisschen näher ran an die Karte. Es muss auf jeden Fall da oben irgendwo sein. Also würde ich vielleicht sogar sagen, dass ich jetzt dann hier mal das Moped abstelle. Ja, schon recht. Oh, was ist denn das für ein Gebäude? Das ist dieses hier. Okay, das wäre vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, um da auch mal reinzugucken. Also nachdem wir den Schatz geholt haben. Was ist das? Shotgun, Messia. Na, das klingt doch gut. Das klingt nach Munition, das klingt nach Waffen. Und da oben geht's zum... Oh, du kannst sogar rückwärts fahren. Cool. So, wir lassen mal das Bike hier stehen beim Schild. Ich denke, da ist ein ganz guter Platz. Hier mal wieder die Shotgun. Würde ich sagen, wir gucken doch heute hier mal rein. Was wir hier so alles finden. Wo kommst du her? Ich habe dich vorher nicht gesehen. Da stapft noch ein Holzfäller. Okay, you're cold. I know. So, durchsuchen wir erst einmal den Ding hier. Da oben auf dem Dach glitscht einer rum. Radkappen. Kann man gut Minen machen draus. Na, bist drunter gefallen. Oh, mal wieder ein Loot. Was haben wir? Improved Fittings Schematics und Muskelshirt. Okay. Aber ich bin ja nicht so fies, ne? Ich würde sagen, die Butze hier schauen wir uns dann beim nächsten Mal an.
und holen uns den Schatz. Das machen wir dann quasi im nächsten Part. Hallo Schwester! Oh, noch einer. Okay. Ein Bär. Scheiße, und ich bin nicht vollgeladen. Schieß den erstmal ab und zack. Ui. Das war mal knapp, würde ich sagen. Aber wo kommt dieser Arschlochbär her? Da will man kurz mal Schluss machen. Und dann kommt dieser dämliche Bär von hinten daher. Den habe ich wieder mal nicht gesehen. Wahrscheinlich stand er da wieder ganz offensichtlich irgendwo rum. Ei. Na gut. Ich schnetzel dich. Kann nicht schaden. Leder, Fleisch, Fett. Knochen ist eigentlich wurscht. Oh, da kommt schon wieder eine Kiste. Dann hätten wir schon zwei, die wir looten könnten. Interessant fürs nächste Mal, würde ich jetzt mal behaupten. Wir schauen uns den Shotgun Messier das nächste Mal an. Making guns for fun. Und dann haben wir den Schatz, den wir hier nachgucken müssen. Und wo ist die zweite Kiste hin? Hier, so wie es ausschaut. Ja. Also hier ist eine Kiste und da ist eine Kiste. Also haben wir doch dann für den nächsten Part ein bisschen was zu tun. Ich denke, der wird dann auch ein bisschen länger werden, aber das ist ja eigentlich auch wurscht. Ne? In dem Sinn wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und vielleicht auch ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier beim Shotgun Messiah. Bis dahin, macht's gut. Schöne Woche. Ciao, ciao. So, was mache ich jetzt?